Siehst du das auch so ein bisschen als Investition an, dass du sagst, okay. Ja, ich finde das wichtig Safe. für So wie halt das Video mit 175.000. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, nicht erschrecken, ja, es bin ich. Ich schaue noch ziemlich fertig aus und das blaue Auge, ja, macht auch nochmal seinen Anteil. Das liegt hauptsächlich daran, dass momentan wirklich eine stressige Phase ist und auch die jüngsten Ereignisse waren relativ zehrend. Aber ich bin aktuell im Hustle-Modus, da muss Gas gegeben werden und ja, da kann schon mal sein, dass man ein bisschen fertig ausschaut, Freunde. Heute eine Reaction, liebe Leute. Heute gibt es eine wichtige Reaction. Wir haben letztes Jahr schon auf das Video von Leon reagiert, als er Katja Kassavitze interviewt hat. Und das Wort krass hat da auch gepasst. Zumindest war der Flex sehr krass. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Jahr der Flex wieder übertrieben sein wird. Die Katja wird vermutlich gerade genauso wie letztes Jahr auf Promo sein und da wird einiges los sein. Also da bin ich schon sehr gespannt. Übrigens, wer gerne Reactions von mir sieht, Freunde, ich habe meinen eigenen Reaction-Kanal unten in der Infobox verlinkt. Da gibt es 2 Reactions täglich und wenn ihr irgendwelche Videos sucht und euch denkt, ah, wieso hast du da nicht drauf reagiert, schaut auf alle Fälle in die Infobox. Freunde, bevor wir da rein diven, gibt es natürlich einige von euch, die sich wundern, Maxl, was war denn das für ein komischer Upload? Da, gestern, vorgestern, ja, was soll denn das gewesen sein? Für alle, die das nicht interessiert, einfach 30 Sekunden skippen, dann geht's auch direkt los. Ja, ich habe ja, wer sich erinnern kann, ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen auf meinem Kanal mit Willy und Vincent, in dem wir YouTuber anhand ihrer Outfits versuchen zu erraten und auch deren Outfits bewerten. Das Video ging 16 Minuten, in der Ursprungsdatei ging aber das Video 20 Minuten. Und ich habe darunter gecuttet, weil, wenn wir uns ehrlich sind, auch das 16-minütige war fast schon zu lange, weil es waren keine Cuts und so weiter und es war dann einfach zu viel, 20 Minuten wollte ich nicht hochladen und da musste ich mich von den unspannendsten Szenen trennen. Da ist auch Leon hatte Tschüss sagen müssen, Gianni hat Tschüss sagen müssen und zum Schluss habe ich mich dann nur mehr entschieden, zwischen mir noch mich reinzunehmen oder dem Patrick Spector. Ich habe mich aber dann für mich entschieden, weil ich gern so ein bisschen, ja, das Video hat der Unterhaltung gedient. Hauptsächlich und ich wollte so ein bisschen Selbstironie zeigen und dann habe es ich ins Video geschafft und nicht der Patrick Spector. Das hat ihn aber fürchterlich gekränkt. Der hat anscheinend hat ihm das wehgetan und auch seiner Community wehgetan. Der hat jetzt ein eigenes Video hochgeladen, wo sie philosophieren und versuchen herauszufinden, warum er rausgecuttet wurde, an welcher Stelle er rausgecuttet wurde, was er für ein Outfit anhatte. Also das hat die irrsinnig beschäftigt und das war mir natürlich nicht klar. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn es euch so wichtig ist, dass ihr auf meinem Kanal auftaucht, dann will ich euch das natürlich nicht verwehren. Ich will euch da nicht kränken, habe das Video hochgeladen, da, bitteschön, da habt ihr es. Ich werde mir sicher nicht die Arbeit machen, das nochmal zu schneiden. Das war unfassbar viel Arbeit, aber zumindest ist es da und ich kann mich währenddessen mit anderen Themen beschäftigen. Ich hab's halt nicht gefeiert. Wie zum Beispiel, hoffentlich kommen jetzt halt nicht Leon und Gianni und fordern jetzt auch noch ihre Sendezeit ein. Aber Freunde, es soll uns gar nicht länger beschäftigen, sondern vielmehr die Modemarke und das Schlaflicht das letzte Mal. Ich will nur das offizielle Release-Datum bekannt geben und das ist der 19. um 19 Uhr. Das heißt, Freunde, 19. November um 19 Uhr auf MEM Vienna ist dann finally, da könnt ihr euch gerne in die Mailingliste eintragen, da gibt es Informationen, ist dann finally der Release mit den Decks, den Shirts, den Hoodies und natürlich auch der krassen neuen Hose, die ja unfassbar bei euch abgegangen ist auf Instagram. Also Wahnsinn, was ich da für ein Feedback bekommen habe. Tragt es euch ein, 19. um 19 Uhr. Freue mich schon irrsinnig drauf. Jetzt reicht's aber. So, jetzt wird nicht mehr gequatscht und jetzt kommen wir direkt zum Video. Wie viel ist dein Outfit wert mit Katja Kassavitze? Leon, here we go. Scheiße, ich habe nichts zum Trinken. Wer ist so? Katja Kassavitze. Katja, Leute, hatten wir schon. Wahnsinns-Outfit schon wieder. Geschmäcker sind verschieden. Gefällt nicht jedem, aber ich finde es da eigentlich ganz fesch. Mal im Video, was geht? Die Rollie sehen wir natürlich auch. Ist die iced out um die Lünette herum? Prada-Tasche, dann irgendein wildes Ding. Figur betont, auf keinen Fall blickdicht. Hält auch bestimmt nicht warm. Und ja, ist ein bisschen auf KDB angelehnt. Ab, Katja. Arbeiten, Single rausbringen, kurz Deutschrap wieder. Ja, safe. Also war mir doch mal klar, Promo. Zum Boden bringen, so diese Sachen. Ich habe auch gesehen, dein neues Video ist gestern rausgekommen. Ja. Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, genau. Und passend zum Thema war es auch das zweiteuerste Video jetzt in Deutschrap. Das zweiteuerste Video? Deutschrap. Das ist hier, ja, 175.000 Euro. 175.000 Euro für ein Musikvideo? Ja. Echt, das ist aber schon. Spielt dir das überhaupt wieder ein, so viel? Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, kriegt man die Kohle wieder mit einem Lied rein?
Natürlich kommt natürlich darauf an, wie es performt, aber darum geht's nicht. Es geht um die Statement, es geht nicht um das Geld. Es geht nicht darum, was man... Es ist halt ein, ja, wie sie sagt, Statement, Image und natürlich auch eine Investition, eine Promotion-Investition. Ausgibt. Oder was man einnimmt, darum geht's überhaupt nicht. Okay, du wolltest einfach mal so ein Statement... Ist ja wurscht. Es geht um den Fun und um das Statement. Auch wenn die Videos 5 Millionen kosten. Egal, irgendwer wird schon zahlen. Fendi! Haben wir da auch noch. Setzen, genau, ne? Und genau, das sind Statements, das sind einfach so. Und vor allem die Leute sagen auch, bestes Video 2020. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Und die dürften meinen Kanal nicht kennen, meinen Reaction-Kanal, Freunde, da am Start sein. Du bist auch zufrieden, wie es ankommt? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich bin ja eh so ein gehateter Mensch. Ja. Und bei dem Video ist es halt 0% so. Einfach so, 0%. Ey, krass, der hat sich gesteigert. Natürlich, für andere Leute wäre es wieder, oh, da ist schon ein bisschen Hate, aber für mich ist es 0%. Wenn man jetzt guckt... Bisschen Action hier, wenn man jetzt guckt so und jetzt kommt's mal erst. Freunde, Leon hat auch ein neues Mikro. Die Zeiten des Labello-Mikros sind vorbei. Vielleicht sollten wir kurz eine Schweigeminute einlegen. Jetzt haben die ernsthaft beide ein normales Mikro und halten nicht mehr so zwei Stinkefinger mit so einem kleinen Ding Leuten vor die Nase. Schade, schade. Schaut das Ganze schon richtig professionell aus. Katja, du hast wieder ein sehr schönes Outfit an, muss ich sagen. Diesmal ein bisschen mehr als bisschen damals. Bisschen mehr angezogen, meinst du? Ja, glaub schon. Ne? Letztes Mal hattest du ja eine Shorts und einen Pullover. Ja, das stimmt. Heute. Aber letztes Mal hatte ich, sag ich dir ehrlich, nicht mal so viel mit. Das war das Einzige, was ich mit hatte. So. Ich konnte nicht vorher so collecten oder so. Es war einfach random angezogen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Und jetzt bist du komplett in deinem Outfit, sag ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay. Könnte noch freizügiger sein, aber... Da hätte der Leon sicher kein Problem damit. Ab und zu kann man auch mal chillen. Okay, okay, perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein. Lass mal bei den... auf das Outfit hoffentlich. Nun anfangen, was haben wir da? Fendi. Fendi, Stift. Ja, ja. Ist jetzt absolut nicht mein Fall. Kann ich mir auch an mir nicht so wirklich gut vorstellen. Also würde ich nicht tragen. Nein, gefällt mir auch so vom Design her irgendwie nicht. Genau. Aber Fendi ist allgemein nicht so mein Ding. Genau, das sind so Special-Teile, das sind so richtige Blogger-Teile. Blogger-Teile? Ja, ja. Habe ich voll gefeiert. Die kosten, glaube ich, wie kosten die? 1600 Euro. Und das hier oben ist so eine lange Socke, die am Schuh dran ist, oder? Ja, das oder? Ist so wie so... Ja, so ein bisschen Yeezy-mäßig auch. Yeezy hat ja auch mal solche hohen Schuhe rausgebracht. Und wie heißt das? Ja, genau, wie diese Balenciaga, nur als Dings. Und wenn man die hinstellt, die stehen auch so. Also die sind richtig fest. Die sind fest. Die Qualität ist unglaublich crank. Okay, dann halt die auch gut. Crank. Warm, ja. Ja, die sind krass. Die sind ja, gut, Leon. Der hat sich vor kurzem bei mir gemeldet und hat gemeint, er verbietet nicht Gucci-Potter ins Video zu kommen, sondern die seine Zuseher wollen es einfach nicht mehr sehen. Und Leon schaut hier öfter mal rein und wird vermutlich auch das hier gerade sehen. Grüße gehen raus an Leon. Richtig krass. Okay, ja. Was haben wir noch? Hose, Rock? Er ein Mann, der Leon, hat mir Props ausgesprochen. Da stößt man bei mir gerne auf offene Ohren, wenn man mir Komplimente macht. Mein Tanga, der kostet 3 Euro. Jetzt kannst du den mal... So, okay. Nein, Tanga. Genau, Leon. Jeden Tag, auch Victoria's Secret und so, aber geht relativ, ist nichts Besonderes. Ja. Das Kleid ist auch nichts Besonderes. So, ich bin bei solchen Sachen, ich sag dir ehrlich, bei mir ist wichtig, sowas muss teuer sein, Tasche muss teuer sein und Schmuck. Und bei sowas bin ich richtig basic. Das ist ein normales Kleid. Wie viel kostet das? 30 Euro oder so. 30 Euro. Das ist nichts Besonderes. Und wo kriegt man so ein Kleid dann her? Ich kaufe das immer Fashion Nova. Fashion Nova? Mhm. Okay. Also das ist bei uns gehört sowieso. Cardi B, alle tragen das. Ja, okay. Kein Placement übrigens. Kein Placement, nein. Okay, easy going. Was haben wir noch? Deine Jacke. Jacke ist auch keine Marke, aber ist eine teure Jacke. Die hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. 800 Euro? Mit dem Pelz. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr warm aus. Die ist cool, ich feiere die. Safe echt Pelz. Die sieht irgendwie classy aus und ich sehe dann ein bisschen professionell aus. Ja. Das feiere ich. Nee, sieht gut aus, steht ja super gut. Passt auch. Ja, das Outfit ist jetzt nicht schlecht. Passt gut zusammen, würde ich sagen. Gut zu den Schuhen, von der Farbe her. Ja, auf jeden. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Tasche. Tasche ist Prada und die kostet, wie viel kostet? Da gibt es eine Bekannte von mir, die macht aus diesem Kulturbeutel, ich glaube, so nennt man das, wo man halt Zahnbürste, Duschgel und so weiter für die Reise mit reinpackt. Die kauft die günstig und macht dann da so fette Ketten von Obi und so weiter dran. Und das schaut dann immer ganz nice aus und zahlt dann viel weniger als für eine Prada-Tasche. Und ist so ein bisschen Marke Eigenbau, schaut aber extrem nice aus. Die ist safe nicht happy, dass ich das jetzt öffentlich erzählt habe. Was ist ja? Das ist für mich, also in meinen Augen... Ah!
Ganz fit bin ich nicht. Es ist eine relativ günstige Tasche, die kostet glaube ich 800 Euro oder so. 800 Euro. Es ist Euro. Nicht, also klar, es ist viel also Geld. Ich sage jetzt mal für eine Frauentasche. So es ist was, nicht viel. Ist nicht ja, und so hast du halt eine Tasche für 200 Euro. Es ist wirklich nicht. Plus die Materialkosten für so eine Kette. Nicht viel, weil wenn man diese Dior damit vergleicht, kostet ja 5000, ja. Diese Umhänge. Ich finde, das ist so Dior ein bisschen im Billo, aber ich feiere die, weil die ist praktisch. Und so. Ja, Dior im Billo würde ich nicht sagen. Ich finde es auch cool, weil das eher schlichter ist. So in schwarz gehalten, nicht so aufdringlich. Also wenn ich mir eine Tasche kaufen würde, ja, kann ich mir gerade schon ganz gut vorstellen. Die ist praktisch, passt auch ja, alles rein. Ja, und die rein. Passt zu allem. Man kann die auch zu Jogger anziehen und sieht fresh aus. Ah, okay. So ein bisschen wie die Multi-Bruchette. Ja, das ist schon nice, dass man da auch noch so eine Tasche dran hat. Wie Vuitton-Tasche. Ja, genau. Genau. Trixe, ist Prada so deine Lieblingshandtasche? Nein, bei den, Taschen bin ich gerade voll auf den... Man muss halt schon sagen, irgendwie... Sie erinnert so an eine Frauenhandtasche. Liegt vielleicht daran, weil es eine Frauenhandtasche ist. Geschmack gekommen, ich habe direkt diese ganzen Farben genommen. Es gibt auch solche kleinen noch, ja. Die so sind. Direkt alle Farben, pink, blau. Okay. So, das feiere ich halt voll, aber meine Favorite-Taschenmarke ist schon Louis. Louis Vuitton, ja, ne? Louis. Ja, ich okay. Bin so voll Louis Vuitton-mäßig. Und Gucci bist du noch. Gucci auch, ja, ne? Ja. Okay, was haben wir an Kleidung noch? Schmuck haben wir. Schmuck, ja. Lass das, mal bei den Ringen anfangen. Ja, was haben wir da? Ja, das sind Cartier-Ringe. Okay, wir haben da eine Bicolor mit Jubiläumband. Zwei Cartier-Ringe. Ein Louis V-Band. Ja. Die sind sehr zerkratzt. Ey, wirklich, ich muss mich über Cartier ein bisschen beschweren. Ich habe die nicht lange, ich habe die seit August oder so. Ja. Und das ist echt komisch mit dem Kratzern. Aber ich habe bei anderen Frauen gesehen, das ist normal, die haben das alle so. Okay. Also ich finde es halt ein bisschen schade, dass es so verkratzt. Hast du die direkt bei Cartier gekauft? Bei Dior habe ich die gekauft. Nein, die habe ich bei Cartier geholt, ja. Und was zahlt man für einen Ring? Boah, ich glaube, der kostet 4.000, 3.600 oder so. Warum unterschiedliche Preise? Weil der hat Diamanten. Ah, ja, okay. Das ah, der Flex ist real. Jetzt kommt da nur mal so eine fette Cuban Link Chain, iced out mit einem fetten K dran. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. So auf Ami-Rapper-Vibe. Sieht man ja selten in letzter Zeit. Der hat 1, 2, 3, 4 Diamanten oder so. Okay. Oder 3, genau. Und das ist einfach nur Gold. Und der kostet, glaube ich, 2000? 1900? 1800? Ja, okay. Ja. Kommt und auf jeden Fall hin. Das habe ich immer an, das ist random. Ich war in Louis Vuitton drin und hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch an. Ja, kann man machen, passt zum Outfit, aber wäre jetzt auch nicht so mein Fall. An. Ja. Ich war bei Louis Vuitton drin, habe einfach alle mitgenommen so und trage die halt random. Das ist nichts. Was sagen wir für die ungefähr? Insgesamt vielleicht 300, 400 Euro die beiden. 300, 400 Euro. Ja, das ist nur so. So auch passend zum Mantel ja, von der Farbe her. Ja, ab und zu ziehe ich das an. So, ich muss aber ein bisschen mehr holen. Ich bin richtig geil zu Englisch. Ja? Ja, dann haben wir hier einen Ring, der ist angefertigt worden für mich. Okay, was steht da? Ah, aha. Was steht da drauf? Krasserwitze. Krasserwitze? Krasserwitze, ja. So ein bisschen Rapper-Dings. Das ist auch im Video richtig geil gekommen. Die Leute feiern das voll. Ich krieg von vielen Leuten Props, auch in der Szene. Ja. Und ja, wie viel hat denn der gekostet, Alter? Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich Vollgold. Schwierig. 1.500 Euro? 1.000? 2.000? Ich weiß es nicht. Und wenn dir jemand... Vollgold. Ist richtig schwer. Vollgold? Ja, ist nicht vergoldet oder so. Okay, und wenn dir jemand blöd kommt, kriegt er dann krasser Witze. Ja, wie wäre das denn? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn die das über vier Finger hätte, dürfte man das dann noch, also das ist ja schon fast schlagringmäßig und Schlagring ist ja eigentlich verboten, das fällt ja unter das Waffengesetz, also inwiefern kann ich mir so ein Ding machen, was einem Schlagring nahe kommt in der Wirkung, was aber noch als Schmuck gilt, das wäre mal interessant zu wissen. Stempel, genau, oder? Genau, das sagen wir auch immer. Ah ja, okay. Mein kleiner Neffe sagt immer, gib mir mal einen Stempel. Ich so, okay. Ja, und dann noch die Rowley natürlich. Rowley, zeig mal. Stempel, übrigens das weibliche Geschlechtsorgan einer Blume. Vor kurzem erst im Asi-TV erfahren. 10 Kameras haben wir da, eine Datejust. Genau. Das ist eine Datejust, iced out, gefällt mir, also rund um die Lünette. Ich bin auch gespannt, ob die einzelnen Ziffern dann nochmal Diamanten sind, weil die Uhr feiere ich krass. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das eine, ich glaube, das ist eine 36mm. Mit Diamanten drin auf dem Ziffernblatt und außen. Ja. Ja, kann man schön. Natürlich direkt abchecken, ist sie real oder nicht. Hier, ja, ist ja auch eine gute Frage. An, ne? Markiert, die ist auf jeden Fall. Ja, gefällt mir gut, nur würde ich mir die, wenn... Scheißdreck, Alter, was ist mit meiner Stimme los? In schwarz holen. Auf jeden Fall schwarzes Ziffernblatt, schaut nice aus. Wo hast du die denn her? Die ist aus Berlin, also in Berlin war ich im Laden drin, aber die war coolerweise, weil ich aus Leipzig bin, direkt in Leipzig im Laden. Und da habe ich die einzige in Leipzig bekommen. Und ich bin ja aus Leipzig.
Preis, schätze ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es die 36 ist, die ist viel günstiger. Die 41 ist um einiges teurer. Also ich habe jetzt eine 36 gesehen um 8.000 Euro in dieser Variante. Ich glaube, rund um die Lunette waren keine Diamanten drauf, ist aber jetzt nicht so wichtig. Und die andere, die 41er so für 14.500. Also ich nehme an, mit den Diamanten nochmal 12 bis 14. Leipzig eigentlich. Okay. Ich wohne da zwar nicht mehr, aber ich bin gebürtig aus Leipzig. Und ja, Mann. Und ist das eine Uhr, die du direkt von Rolex hast oder von Wempo? Oder? Die ist direkt von Rolex, okay. Ja. Die ist direkt von Rolex. Und ja, wie viel hatten die gekostet? Ich weiß nicht, ich glaube 18.000 oder so. 18. Was? Das kann. Das. Okay, vielleicht wegen den Diamanten auf der Lunette, aber das finde ich schon sehr viel. Klar schon. Ja. Okay, nicht schlecht. Ist eine süße. Finde ich ein bisschen too much. Süße Uhr. Ja, steht also auf jeden Fall. Also jetzt im Rap-Game ist es eine süße Uhr. Süße Uhr. Ja. Siehst du das auch so ein bisschen als Investition an, dass du sagst, okay? Ja, ich finde das wichtig für... so wie halt das Video mit 175.000. Meetings und so ein Scheiß, wir brauchen das alle im Rap-Game. Wir werden nicht ernst genommen, beziehungsweise ich ja auch nicht. Und wenn du dann so eine Rolli hast, das ist einfach schon für die ganzen Leute wichtig. So ein bisschen seriöser. Ne? Für mich ist es auch einfach so, ich bin jemand so. Leider ist das leider wichtig. Heutzutage ist es wichtig. Ich glaube es nicht, aber ne? Es ist so. Okay. Und es kommt auf jeden Fall bald ein Update, aber alles gechillt. Okay, easy. Okay, was haben wir noch, Katja? Was haben wir noch? Achso, die Perücke. Perücke? Genau, ach, das ist eine Perücke. Nicht gefärbt. Schaut aber gar nicht wie eine Perücke aus. Also Props, normalerweise sieht man sowas immer sofort. Ja, so, also das ist, denkst du... Okay, vielleicht an den Haaren, aber so, ich meine, am Ansatz jetzt hätte ich es nicht mitbekommen. Perücke übrigens in Deutschland von den ganzen, im Game. Ja. Also niemand hat so eine lange Perücke bis jetzt. Das ist Ami-Shit, also in Amerika ist das voll normal. Das erinnert mich so ein bisschen an 6ix9ine. Ja, das ist 6ix9ine-Style, nur ich bin 6ix9ine, so wie das Girl. Ja. Und, wie viel hat die gekostet? 4.000 so insgesamt. 4.000 Euro für eine Perücke? Ja. Und die hattest du dann auch im Song an. Ist aber dann echt Haar, oder? Genau, ich habe im Song, glaube ich, 4-5 Perücken. 4-5 Perücken? Ja, ich habe 10 Perücken, glaube ich, zu Hause oder so. Kompletter Ami-Vibe halt. Okay, ich frage mich jetzt gerade nochmal, wie lange hat der Dreh gedauert? Wir haben früh um 7 angefangen und haben früh um 7 geendet. Also 24 Stunden Dreh. Ja, wir haben vor kurzem die, wie hieß die nochmal? Snow White im Video gehabt. Die kennt solche langen, intensiven Drehs natürlich auch. Also die würden sich wahrscheinlich gut verstehen, die zwei Kolleginnen. 24 Stunden? 24 Stunden durchgearbeitet. Wie okay. Freaks, einfach nur Freaks. Aber ist halt gut für die Uhr, wenn die ständig im Handbetrieb ist, die geht halt nie aus. War krank, ganz schlimm. Aber und war cool. Das übersteht man mit viel Red Bull, ne? Ja, das übersteht man einfach mit Stärke so. Da braucht man gar nichts. Ich glaube, ich habe ein bisschen was getrunken, dann war ich ein bisschen happy, dann war ich ein bisschen besoffen und dann weiterarbeiten. Dann ging es leichter, ja, ja. 37.230 Euro. Ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal hatten. Ich glaube, da haben die das Auto noch mit dazugezählt, also so auf weird angelehnt. Das haben wir diesmal nicht, obwohl da ein fetter AMG dahinter steht. Wir wünschen der Katja natürlich ganz viel Erfolg mit ihrer neuen Single. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, 19. November um 19 Uhr der finale Release meiner neuen Kollektion von M&M, Liberty and Justice. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Danke fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten und am witzigsten gefallen hat. Man kennt's. Und das war's von mir, euer Maximilian. Ich hab's halt nicht gefeiert.